kein Regen und dafür viel Wind waren die idealen Verhältnisse für das Drachenfest in Hefensinn. Für die jungen Besucher wurde viel geboten. So füllten Axel Hoppe und Jürgen Fricke unentwegt die Bonbonfähre mit süßer Fracht. Nach einigen Metern regneten die Bonbons auf die Kinder herunter, die sich sehr freuten. Der SPD-Ortsverein als Veranstalter war zufrieden, denn zum 23. Drachenfest pilgerten 1300 Besucher zum Baseballplatz, wo das Fest stattfand. Für Rat und Tat standen die Mitglieder des Göttinger Drachenclubs Windbrand zur Seite. Sie präsentierten auch ihre tollsten Drachen. So zeigte Udo Rudolf seine 100 Meter lange Drachenschlange. Beim Nachtfliegen wurde dieser Drachen angestrahlt und war von Weitem zu sehen. Dieser Junge beherrscht sein Sportgerät. Er zeigte seine Kunststückchen mit seinem mehrere Quadratmeter großen Drachen, der auch einen Buggy oder ein Board ziehen kann.